Lassen Sie uns gemeinsam in die Nibelungenstadt Pöchlarn eintauchen. Die Nibelungenstadt Pöchlarn, am nördlichen Rand des Mostviertels gelegen, setzt sich zusammen aus den Katastralgemeinden Brunn, Ording, Pöchlarn, Rampersdorf, Röhrer Point und Wörth. Die Stadt umfasst eine Fläche von 17,96 Quadratkilometern, liegt auf einer Seehöhe von 216 Metern, verzeichnet rund 4000 Einwohnerinnen und Einwohner und wurde um 1200 zur Stadt erhoben. Die Geschichte der Region Pöchlarn hat ihren Beginn bereits in der Jungsteinzeit, rund 4000 vor Christus. Um Christi Geburt dringen römische Truppen bis zur Donau vor und errichten das Kastell Are Lape im Bereich des heutigen Pöchlarns. Nach dem Ende der römischen Herrschaft um 500 nach Christus, zur Zeit der Völkerwanderung, vermutet man auch die Herrschaft des Rüdiger von Bechelarn aus dem Nibelungenlied, welcher als Markgraf von Pöchlarn und Lehnsherr des Hunnenkönigs Attila fungiert haben soll. König Ludwig der Deutsche schenkt im Jahre 832 dem Bistum Regensburg das Gebiet der späteren Hofmark Pöchlarn. Im Jahre 976 wird der Babenberger Leopold I. vom deutschen Kaiser Otto II. Mit der Ostmark belehnt. Als erster Regent des späteren Österreichs hat Leopold für kurze Zeit seinen Sitz als Markgraf in Pöchlarn. Mit dem Beginn des 13. Jahrhunderts wird Pöchlarn zur Stadt und erlangt im 16. Jahrhundert seinen Höhepunkt als wichtigstes Handelszentrum der Region. Nach einem wirtschaftlichen Abstieg durch zahlreiche Kriege und Katastrophen bis ins 20. Jahrhundert wird Pöchlarn durch bauliche Veränderungen wie dem Hochwasserschutz, dem Bau des Donaukraftwerks Melk, der Autobahnanbindung, der Westbahn und der Eröffnung der Donaubrücke im Jahr 2001 wieder zu einem bedeutenden Wirtschaftsstandort Niederösterreichs. Neben einer bewegten Geschichte bietet Pöchlarn eine Vielzahl an Aktivitäten für Kinder und Jugendliche, die ganze Familie sowie für Entspannungssuchende und Sportbegeisterte. Nicht nur ein breites Angebot an körperlichen Betätigungen, sondern auch zahlreiche Initiativen und Veranstaltungen zeugen von einer lebendigen, gemütlichen und weltoffenen Stadt des 21. Jahrhunderts. Pöchlarn gilt über die Grenzen hinaus als Ort der Begegnung sowie des gesellschaftlichen und kulturellen Austausches. Das Künstlersymposium mit nationalen und internationalen Größen, die Sonnenwende auf der Nibelungenwiese, das vielfältige Angebot an Veranstaltungen im Rathauskeller, das Freiluft-Sommerkino im Gamingerhof, das Mittelalterfest der Ritterschaft zu Bechelarn, Konzerte des Musikvereins und vieler anderer Bands, das Nibelungensymposium, die Großelterns-Erlebniswerkstatt, der Künstlerkirchtag. Auch für den Tagestourismus, im Speziellen den Radtourismus, bietet Pöchlarn neben ausgezeichneten Nächtigungsmöglichkeiten ein abwechslungsreiches kulturelles Angebot. Bewundern Sie unsere vielfältigen Sehenswürdigkeiten und genießen Sie interessante Stunden und inspirierende Momente in unseren Museen und Ausstellungen. Die Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens in Pöchlarn ist von einer vielfältigen Vereinslandschaft und gemeinschaftlichen Aktivitäten geprägt. Rund 70 Vereine sorgen hierbei für ein abwechslungsreiches Angebot in den Bereichen Sport, Kultur und sozialem Engagement. Aufgrund der verkehrstechnisch günstigen Lage durch Donau, Westbahn und Autobahn ist Pöchlarn ein wichtiger Wirtschaftsstandort in der Region. Pöchlarn bietet mit rund 230 Betrieben aus verschiedensten Branchen mehr als 3000 Arbeitsplätze. Neben der Volksschule und der neuen Mittelschule befinden sich in Pöchlarn eine Musik- und Sonderschule, eine Berufsschule für das Tischler-, Fassbinder- und Zimmereigewerbe sowie für Informationstechnologie.
Tradition und Moderne treffen an Donau und Erlauf inmitten des Nibelungengaus auf einen Ort, der sich durch Vielseitigkeit und Lebensqualität, einem breiten Kunst- und Kulturangebot sowie durch viele Sport- und Freizeitaktivitäten auszeichnet. Es lohnt sich wirklich, diese wunderbare Stadt zu besuchen. Erleben Sie hier viele entspannende und bereichernde Momente. Auf Wiedersehen in Pöchlarn.